Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. TW 3000. Das ist kein neuer Actionfilm, sondern unsere Stadtbahn. Ja, und nach 8 Jahren Arbeit wurde dieser TW 3000 am Freitag am Glockseebahnhof feierlich präsentiert. Wie unsere neue Stadtbahn aussieht und was das Besondere daran ist, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Hannovers neue Stadtbahn TW 3000. Willkommen in der Zukunft des Nahverkehrs in Hannover. Mehr Licht, Raum und Komfort. Das verspricht Hannovers neue Stadtbahn, der TW 3000. 8 Jahre hat der Bau der über 25 Meter langen und 44 Tonnen schweren Stadtbahn gedauert. Auf das Resultat des sogenannten Wunderkinds, wie der TW 3000 genannt wird, ist André Neis besonders stolz. Sehen Sie mal dieses Grinsen hier. Das ist wirklich wie Weihnachten und Ostern, wenn das auf einen Tag fällt. Das ist großartig. Es fällt viel Spannung ab. Man merkt, es ist gelungen. Und es geht gut voran und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Tausende von Menschen nutzen in Hannover täglich die Üstra. Dazu zählen auch Menschen mit Beeinträchtigung. Bei der Planung und Gestaltung des TW 3000 waren auch Sie beteiligt. Was hat sich geändert? Die Durchfahrbreite, die Farboptimierung, der Türtaster, der akustisch ist. Es gibt im Innenraum eine Sprechstelle zum Fahrer, die auf Rollstuhlfahrerhöhe herabgeholt ist, damit ein Rollstuhlfahrer ohne Hilfe eben auch mit dem Fahrer in Kontakt treten kann. Der Raum, der notwendig ist, damit sich ein Rollstuhlfahrer sicher platzieren kann. Das sind so im Groben die Dinge, die wir da zusammengetragen haben. Wir haben ja an dem Lastheft mitgearbeitet und ich bin ganz froh, dass wir da Einfluss nehmen konnten. Und insofern ist jetzt so ein bisschen die Bahn auf unsere Bedürfnisse individuell angepasst und das finde ich einfach gut. Die ersten Fahrzeuge des TW 3000 werden zunächst auf der Linie 7 fahren. Im Mai 2015 auch auf der Linie 3 und ab Juni 2015 dann auf den Linien 4 und 5.